Eine kleine Festung? Krähen. Die sind doch scheiße. Scheiß Krähen. Ich muss mir echt angewöhnen, das nicht bis auf Null runtergehen zu lassen. Naja. Hier waren Gegner. So, leise anschleichen. Und hinterrücks ermorden. So ist das. Aber hier oben gibt es da bestimmt noch irgendwas von Wichtigkeit. Ein Speicherpunkt, okay, der ist auch wichtig. Ich spüre keine Präsenz einer Q-Man in dieser Gegend. Ich empfehle... Ja, du bist aber auch... Oh. Am Anfang des Spiels schon nervt es mich. Naja. Fei wurde auf aggressiv gestellt quasi. Aggressiv gegen mich. Du machst was falsch. Geh dahin. Mach das. Bind mir die Schuhe zu. Naja. Gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch noch Leben? Ich verliere hier so schnell Leben, da sollte ich jedes bisschen mitnehmen, was ich kriegen kann. Okay, Moment, da ist eine Truhe. Wie komme ich daran? Irgendwie gar nicht. Okay, das ist natürlich eine Möglichkeit. Gar nicht. Vielleicht später mal. Das ist ein Ziel? Okay, da kann man irgendwie gegenschießen. Aber noch habe ich nichts dafür. So. Nö, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Häuptling. Der ist in dieser Richtung. Und dann lassen wir uns doch mal erzählen, was er so alles über Zelda weiß. Na. Ich hoffe, man kann die Ausdauer auch noch upgraden. Ich finde dieses RPG-System, also dieses Rollenspiel-System, ja ziemlich cool. Was neu eingebaut wurde. Aber ich hoffe wirklich, dass man die Ausdauer noch irgendwie erhöhen kann. Das wäre absolut wichtig. Und... Er rollt nicht. Ich geb's auf. Nur noch, wenn es wirklich wichtig ist. So, und... Springen! Und nochmal. Gut, hallo Häuptling. So, so, es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. Dann verrate ich dir als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsste. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Ich möchte bitte auch die Q-Reisemöglichkeiten nutzen. Es scheint mir Vorteile zu bringen. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt, dafür gebührt dir Dank. Einen Moment, Entschuldigung. Wow, Q-Power! Boom. Was? Cool! Yay! Wir kriegen was. Die Schleuder. Und Deku-Kerne. Sehr schön. Unsere erste Fernkampfwaffe. Naja, mit 20 Schuss. Das ist doch schon mal was. B ist ein Item. Okay. Und A wäre Abfeuer. Nö, brauche ich jetzt noch nicht. Na, wir haben jetzt was zum Schießen. Damit solltest du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Ah, die Dinger kann ich weg runterschießen. Das ist cool. Warum versuchst du es nicht gleich mal, diese Ringeranke dort anzuvisieren? Drücke B, um die Schleuder zu spannen und dann A, um zu schießen. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Sieh zu, dass du deine Freundin bald findest, mein Kleiner. Ho, ho, ho. Ich bin übrigens Weihnachtsmann, aber nur nebenberuflich. Okay. B. Und... Ziel und... Feuer! Gut. Klappt. Funktioniert. Fantastisch. Wuhu. Daneben. Dö. Aber ich wollte eigentlich eh nicht darüber, weil wir hatten doch noch den einen Punkt, wo ich dagegen schießen musste. Wo war denn der? Ja, jetzt noch ein Gedächtnis haben, das wäre schön. Irgendwo könnte man gegenschießen. Ah, hier komme ich nochmal zu Master Q rüber. Ach, nee, hier wäre ich nur so rübergekommen. Okay, also haben wir
gar kein Problem. Dann könnt ihr einfach weitergehen. In Richtung Tempel. Und ich glaube, hier rechts war dann auch der Punkt, wo man gegenschießen konnte. Oder? Ich glaube, rechts vom Tempel war das. Nee, irgendwie nicht. Wo war das? Doch, da! Da oben. So, und... Zack. Hey, das war getroffen. Wow, die haben noch ballistische Flugbahnen. Richtig... moderner Spiel. Nee, anscheinend bringt es doch nichts. Schade. Ich hätte gedacht, es wäre nur allzu logisch gewesen. Naja gut, dann ab in den Tempel. Nein, schon wieder. Ich will mal kurz vorher loslassen und dann gehe ich doch zu weit. Gut. So, jetzt sollten wir hier hochkommen. Sehr schön. Gebiete, ich möchte dir etwas zum Gebrauch von Items erklären. Die Schleuder, die du zuvor erhalten hast, kannst du jederzeit schnell hervorholen, indem du kurz B drückst. Wenn du Probleme mit dem Zielen hast, zeige mit der Wii-Fernbedienung nach vorne und drücke runter, um den Fokus zu zentrieren. Okay. Also kann man sich's noch ein bisschen leichter machen, das ist auch okay. Und wir sammeln Kerne ein. Na? Deko-Kerne. Die tollen leuchtenden Kerne. Ich finde schön, dass es mal wieder so ein bisschen auf alt gemacht wurde, also von den Items zumindest. Ansonsten wurde ja doch schon so einiges erneuert. Okay, schwingen wir uns weiter. Wuh! Ich kann mich beim Schwingen drehen. Das ist schier, irgendwie. Okay, gut. Hier noch ein paar Dekokerne oder vielleicht ein Herz? Na, Dekokerne. Ab! Hinein. Ne? Oh. Wir wurden beobachtet. Ja, ob der gut ist? Oder sie? Oder es? Oder vielleicht ist es ein Q? Oh, wie süß. Nein, wahrscheinlich nicht. Das sieht irgendwie wenig nach Tempest. Ah, da hinten ist der Tempest. Okay. Gut. Dann sind wir da oben und unten wird es auch noch weitergehen. Interessant. Okay, also wir sind tief im Wald. Okay, sehr schön. Die Pflanzen hier sind die gleichen wie im Wald von Fireborn. Wir befinden uns jetzt tief im Wald. Lass uns nun die Suche nach Zelda fortsetzen. Wir sind tief im Wald, das der Mann genau angab. So. Gegner. Oh, nicht schon wieder. Hör doch mal auf, dein blödes Horn zu blasen. Ah, da kommen wieder 20.000... komische Gnoll-Viecher. Oh, okay, also der eine wehrt das ab, der andere wehrt das ab. Dann sind die ja fast unbesiegbar. Das wäre schlimm. Okay, gut. Klappt. Was blinkt denn jetzt schon wieder? Die Aura-Suche? Ach so. Ich soll nach Zelda gucken. Ja, ich weiß. Wir finden Zelda schon. Keine Angst. Bienen! Das ist vielleicht eine dumme Idee, dagegen zu rennen. Ah! Hilfe! Geht weg! Geht einfach weg, geht einfach weg! Toll, einer hat mich natürlich noch gestochen. Oh, das sind so viele Käfer. Ah! Idee! Ob das klug ist? Ich glaube irgendwie nicht. Ich treffe auch nicht. Okay, fliegt einfach durch. Wenn ich nicht nah rangehe, dann könnten sie mich vielleicht ignorieren. Ich brauche das Leben hier hinten. Ja, das sind zwei Käfer. Will ich die haben? Will ich die nicht haben? Ich will die haben. Na, es hat wieder nicht funktioniert. Hilfe! Bienen! Oh, Gegner. Toll, mit Bienen. Greift ihn an! Au, 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 au. Er hat mich hingeworfen. Wie auch immer er das gemacht hat. Zack. Huch, da war irgendwas drin. Ist ja schier. Okay, so. Nüsse wieder.
okay. Das ist aber doof, dass ich die Deko-Keine nicht benutzen kann. Doch, kann ich. So, es ist unten. Die Bienen verfolgen mich wahrscheinlich. Und wenn sie dann verschwinden, dann bin ich froh. Okay, ah, das muss ich hier auch machen. Warum es am Anfang nicht funktioniert hat, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich weiß es doch auch nicht. So, kann ich jetzt? Wenn ich denn rollen könnte. Wie mache ich das manchmal, wenn ich es gar nicht will? Ich laufe und dann... ich glaube, ich hab's raus. Zack. Da müssten auch Käfer runtergefallen sein. Da waren mal Käfer. Christian kriegt mal wieder keine Käfer. Naja, gut. Warum nicht? Okay, ich glaube, ich hab's jetzt endlich raus, wie ich rolle. Und nehme ich einfach... Genau. Das. Okay. Wurde ja auch Zeit. Hey, da drüben ist noch ein Gegner. Kann ich den abknallen von hier? Nö. Irgendwie nicht. Nein. Mittig bleiben, mittig bleiben. Link, bleib mittig. Na, nein, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Du brauchst keinen Fallschirm, vor allem keinen rosa Fallschirm. Hey, da oben ist ein Grone. Cool. Zu dem gehe ich gleich. Aber hier oben gibt es doch bestimmt noch ein Geheimnis. Ein geheimen Gegenstand, ein Herzteil vielleicht. Oder eine Abkürzung. Auch gut. Huch. Nein, ich will eigentlich... Ja, genau. Runterschieben. Gut. Abkürzung. So, jetzt können wir uns um die Gegner kümmern hier. Na, Corona, wie geht's dir da oben? So ein blödes Steinspuffi. Oh, hat es ihn getroffen oder hat es mich getroffen? Ich glaube, es hat wieder mich getroffen. Ich denke nicht, dass sich Gegner hier untereinander verletzen. Huch. Nee, ich gehe mal hier lang. Das sieht mir nach Geheimnis aus. Ein Geheimnis heißt meistens irgendwas Tolles. Herzteil. Zum Beispiel. Okay. Du stehst da irgendwie total dämlich. Geh mal weg. Okay, ich kann ihn damit nur betäuben. Das ist natürlich absolut schlecht. Na, das dachte ich mir. Nein! Das sind Bombendinger. Die habe ich nicht gesehen. Und weg. Ah, das Vieh versucht rüberzukommen. Und nimmt die Bomben mit. Ja. Ich denke mal, das war's für dich. Ah, nimmt die doch nicht mit. Schade. Das wäre cool gewesen. Nee, ich denke, da muss ich wieder runter. Ah, schaukeln? Runter? Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Oder geht das auch so? Ja, das geht nicht so. War irgendwie klar. Zack, und wieder unten. Also diese Explosionsdinger sind echt scheiße. Okay, gut, ich muss drauf achten. Wenn ich nach links kippe, dann falle ich logischerweise links vom Seil runter. Na komm, geh runter. Genau. So viel Kraft habe ich denn auch noch. Um darüber zu kommen. Und hoch. Gut. Schauen wir mal, ob es sich gelohnt hat. Was gibt's denn hier oben? Erstmal ein Käfer. Huch, wie habe ich denn das gemacht? Bam! Käfer! Und Gegner. Komm, du willst seitlich gespalten werden, oder? Ja, so siehst du aus. Wow, gegenseitig getötet. Und ein Speicherpunkt? Sind wir hier richtig schon? Kann das sein? Möglich. Ja, ich denke mal, wir sind hier richtig. Okay. Und spring! Wow, gut, dass ich mich festgehalten habe. Okay. Das geht noch besser. Das muss besser gehen.
Halt dich fest. Oh, das war aber auch knapp. Also die Sprungeinlagen sind hier wahnsinnig toll. Huch, golden. Das sah aus, als ob man dich gerade auf jede erdenkliche Weise töten konnte. Na komm schon, wirst du dich mal... Ja, ja, seitlich, hoch, runter. Ha, ich hab dir eine verpasst. Und nochmal seitlich. Komm, du kriegst eine auf die Nuss. Das war's. Gegner tot. Herzchen. Und ja, ich halte die Wiimote gerade nach oben. Das sieht man so schön an dem Schwert, wie ich die Wiimote halte. Aber das ist wirklich ziemlich cool umgesetzt. Also, rechts, links, rechts, ein Stück hoch, runter. Also dieses V-Motion Plus ist cool gemacht. Nicht schlecht. 20 Rubine. Was für ein Glück. Ich brauche ja auch bald Geld. Ich muss ein Schild wieder kriegen. Unbedingt. Hallo. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Na, was hast du zu sagen? Du kommst mir gerade recht. Sieh mal, in diesem Ort habe ich Teile der alten Schrift entdeckt. Den Würfel. Das hier. Es heißt, dass die Göttin diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen haben. Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie in Stein gemeißelt. Findest du nicht auch? Den alten Schriften zufolge... Ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel dieses Artefakt zu lösen. Du willst ein Held sein, oder? Ja, nein, vielleicht. Bitte nur mit Toastbrot. Das wollte ich hören. Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das ich noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, was die alten Schriften mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Fällt dir dazu etwas ein? Aber immer sowas von. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, Schwert raus. Nach oben. Zack, und... Juhu! Na? Wow, das Artefakt ist gen Himmel gestiegen. Die Kraft deines Schwertes scheint das zu bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Okay, also einen haben wir schon gesehen vorher. Der war... Oh, da ist ein Käfer runtergefallen. Oder? Nee, was anderes. Der war im Wald von Fyron. Etwas höher gelegen. Na, den kann man sich dann auf jeden Fall auch mal... schnappen. So, Abkürzung. Und hier gibt's eine kleine Treppe runter. Aber mir fehlt immer noch ein bisschen Leben. Ich hätte doch gerne etwas Leben. Na gut, man will mir kein Leben geben. Was soll's. Kann ich hier auf den kurzen Weg sprinten? Naja, gut. Klappt nicht so gut. Oh, wir sind gleich da. Peter, in diesem Gebäude, glaube ich, zählt das Aura zu spüren. Na dann, gehen wir doch gleich mal rein. Gleichzeitig aber spüre ich die Aura des Bösen. Viele Ungeheuer scheinen dort zu lauern. Willst du dennoch weitergehen? Lieber nicht, genau. Wir hören hier auf. Reicht. Reicht. Pass nur auf dich auf. Niemand wird dir dort drin helfen. Ich dachte, du willst mir helfen. Ja, ich kann gleich speichern. Ist mir klar. Wenn du Gefahr spürst, solltest du dich vielleicht zurück in den Wolkenhort begeben, um dich dort neu auszurüsten. Hey, das könnten wir eigentlich machen. Gebieter, du hast kein Schild ausgerüstet. Ich empfehle dir, stets ein Schild bei dir zu tragen. Und nun lass uns die Suche nach Zelda fortsetzen. Ja, ich denke, ich hole mir gleich ein Schild wieder. Ne? Komisch. Wenn ich nach vorne renne, dann klappt es selten. Wenn ich nach hinten renne, klappt es eigentlich immer. Naja, gut. So, ein paar Nüsse aufgesammelt. Schauen wir uns hier noch kurz um. Bomben. Weg, weg, weg. Und dann gehe ich nochmal hoch in den Wolkenhort. Und hol mir mein Schild zurück.
Hier sind die Sachen schon runtergefallen. Zack. War das jetzt so sinnvoll? Es hat extra einen Ton gegeben. Irgendwas muss es ja gebracht haben. So, nach oben. Genau. Hier ist noch ein Stein. Steht da was drauf? Kann man damit was machen? Erstmal hier ein bisschen stutzen. Kann man überhaupt nichts sehen sonst. Wenn er in der Richtung... Ja, lesen. Gut. Der vom Himmel herabstieg, schaut in den Himmel und durchschießt den Stern. Den Vogelschwingen ihm weisen. Okay. Ihr habt komische Sachen geraucht, Leute. Naja. So, dann... Das hier kaputt machen. Immer schön alles kaputt machen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, die Schleuder schon abzugraden. Das wäre cool. Also. Na, auswählen. Ab ins Wolkenmeer. Nein, ich habe aus Versehen B gedrückt. Verdammt. Und. Na, da. Ja. Oh. Ich dachte, unser Vogel kommt. Naja, so geht's ja. Dann wohl auch. So wie es eben sein muss. Und schon fliegen wir wieder. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Okay. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Okay, das können wir uns mal angucken. C? Genau. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Na, dann machen wir das doch gleich. Also jetzt muss irgendwo hier was leuchten. Na gut, das leuchtet grün. Ich suche aber was Blaues. Na, gucken wir nochmal auf der Karte. Nee, weiter links, links, links. So, in diese Richtung müsste das, glaube ich, sein. Nein, auch nicht. Genau hinter dem. Hinter dem grünen Strahl. Na, ein bisschen links davon. Ah, da hinten ist das Blaue. Okay, hoch. Hoch hinaus. Noch höher. Dann können wir Sturzflug. Sturzflug hin zum Ziel. Da gibt's doch bestimmt irgendwas Tolles. Na, wir sinken immer weiter. Sieht man so ein bisschen an der linken Anzeige ganz gut. Unten ist halt die Wolke, sind die Wolken und oben ist dann die Sonne. Okay, und wir sind da. Verlangsamen. Kann ich abspringen? Ah, runter, okay. Gut. Hat funktioniert. Cool, hier ist ein Haus erschienen. Gehen wir mal rein. Was gibt's hier denn alles? Willkommen in uns in der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit einer Portion? Sehr gerne. Na, das ist meine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Suppe steht? Möchtest du eine Portion mitnehmen? Nur 10 Rubine? Ja, warum nicht? Das wird heilen, denke ich mal. Na endlich, hier, bitteschön. Heiße Kürbissuppe. Toll, kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Die Suppe schmeckt am besten, wenn du sie heiß genießt. Nach 5 Minuten kühlt sie jedoch ab. Okay. Dann gibt's halt kalte Kürbissuppe. Ah, ein Herzteil. Na, wie kriegen wir das denn? Die Kürbisbar. Nicht die Rhabarberbar. Hey, hör mal kurz zu. Der alte Knabe dort drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prahlereien wird der Kabocha jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Kann ich irgendwie gegen die Wand rennen und dann kommt mir das tolle Herz da entgegen? Ne? Zack. Nein. Schade eigentlich. Gegenstände kann ich hier nicht benutzen. Ach, oh, die ist niedlich. Hallo du siehst wie ein Ritter aus, dem Wolkenhort aus. Habe ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig.
Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen. Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunterzubekommen. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Okay, ich will eigentlich nur das Herzteil. Du glaubst mir doch, oder? Ich glaube dir. Sieh an, du bist ein echt netter Bengel. Du hast nur 2 Zähne. Das ist komisch. Schauen wir mal hoch. Mal gucken, wo wir denn anrempeln müssen. Ach, du. Hey, Witzerle. Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Stimmt. Bestimmt habe ich es schon einmal erwähnt. Ich liebe Insekten. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du noch keins besitzt, kannst du eins in Terrors Laden kaufen. Wahrscheinlich dreht er gerade wieder seine Runden über dem Wolkenhort. Okay, ein Schmetterlingsnetz, das hört sich sinnvoll an. So, Kronleuchter, ja. Wo muss ich hier gegen? Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und nochmal. Und jetzt klappt's nicht mehr. Er schwingt. Schwingt er? Zack. Ja, er schwingt, aber... Das reicht. Vielleicht hier gegen den... Hier gegen. Ja. Das bringt doch mehr. Nein, ich muss das doppelt hintereinander schaffen. Okay. Und. Nein. Wie macht man das am besten? Okay. Taktik erkannt. Zack. Oder hier vielleicht. Zack, ja. Und nochmal. Und nochmal. Und vielleicht nochmal. Na, zack, juhu. Bam. Und schon war's das. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du da runterkommst. Ja. Gleich. Darf ich das Herz nehmen und verschwinden? Bitte. Da. Sehr schön. Tut mir leid. Ich bezahle das nächste Mal. Mit Kolbessuppe. Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Meine handfertigte Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Natürlich. Mal gucken. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, ja, machen wir. Klar. Du hast ja gar keine leeren Flaschen. Okay. Also, Aufgaben hier. Kann man mal machen. So, hinten geht's raus. Vielleicht? Ja. Okay. Und hier gibt's auch eine Statue zum Speichern. So, das nächste Mal werden wir dann erstmal unseren neuen Schild holen. Also gleich die verbesserte Variante. Und dann geht's ab in den ersten Dungeon. Okay, dann bis dahin. Ciao, ciao. Ich bin immer noch Witzeler. Bis dann.